Sie sind dritter Klasse. Hallo, meine Schüler und Schülerinnen. Wie geht's? Wir haben heute ein neues Grammatikthema. Heißt die Personal Pronomen. Die Personal Pronomen. Personal Pronomen mean Person Pronouns. Personal Pronouns in Englisch. Wir schauen. Wir haben ich. Du, ich, du, ich, du. Ich mean I in English. Ich, I, ich, I. Und du, you. Du mean in English you. Du bedeutet you. Du bedeutet you und ich bedeutet I. Ich bedeutet I und du bedeutet you. Zum Beispiel. Wie heißt du? What's your name? Wie heißt du? What's your name? Mean in English, what's your name? Wie heißt du? Dann die Antwort, Answer. Ich heiße Peter. I am Peter. I am Peter. Ich mean I, du bedeutet you. Wie heißt du? What's your name? Ich heiße Peter. I am Peter. Noch einmal. Ich mean I. Du mean you. Ich du. Ich du. Ich du. Dann, wie heißt du? Wie heißt du? Mean what's your name? Wie heißt du? Ich heiße Peter. I am Peter. Ich heiße Peter. I am Peter. Dann. Er, es und sie. Er, es und sie. Er mean he und etwas anderes. Wir erklären zusammen das. Und es bedeutet, mean in English, equal it, sie equal she. Er equal he, es equal it, sie equal she. Er, es, sie. Er, es, sie. Er, es, sie. Dann wir schauen er mit Nummer 1 Namen auf Jungen. Namen auf Jungen. Er, he, wie Ali, Ahmed, Thomas, Peter und so weiter. Er, mean he. Mit Nummer 1 Name von Jungen. Name of boys, name of boys. Hier Name von Jungen, mean in English name of boys. Like Ali, Ahmed, Thomas. We mean here like other as. Nummer 1 mit er, Name von Jungen wie Ali, Ahmed, Thomas und Peter und so weiter. Dann Nummer 2, Maskulinartikel. Maskulinartikel der. Maskulinartikel der. Der ist ein Maskulinartikel. Dann wie der Mann. Man. Der Ball. Ball. Der Hund. Dog. Der Kuli. Pen. Mit Artikel er, wir benutzen er mit Artikel der, Nomen von Artikel der wie, Mann mit Artikel der, wir benutzen er, der Mann und hier der Ball und hier der Hund und hier der Kuli. Und wir schauen ein paar Spiele. Dann noch einmal er. Benutzen wir er mit Namen auf Jungen.
Name of boys. Zwei, masculine article der. Nomen of article der. Nomen of article der. Zum Beispiel hier. Nummer 1, das ist Ali. Ali, Namen von Jungen. Name of boy. Er ist 10 Jahre alt. Das ist Ali. Er ist 10 Jahre alt. This is Ali. He is 10 years old. This is Ali. He is 10 years old. Dann ein anderes Beispiel. 2, das ist der Kuli. Er ist blau. Das ist der Kuli. Er ist blau. Hier ist sing, no person. Dann, wir benutzen im Deutsch er, aber in Englisch benutzen it. This is Ben, it is blue. Aber in Deutsch benutzen er mit Namen of Jungen und maskulin Artikel der. Aber in Englisch sagst du, this is Ben, it is blue. Mit saints. Older person, say he. Aber in English, say er immer. Er mit Ali, er mit article der. Namen von article der. Das ist der Kuli, er ist blau. Das ist Ali, er ist 10 Jahre alt. Dann ein anderes Beispiel, das ist der Hund auch, er heißt Runi. Das ist der Hund, er heißt Runi. This is dog, it called Runi. It in English, aber hier er mit Artikel der und Namen von Jungen. Das ist der Hund, er heißt Runi. Das ist der Hund, er heißt Runi. Letztes Beispiel, das ist Omar, Name von Jungen. Er wohnt in Kairo. This is Omar, he lives in Kairo. Das ist Omar, er wohnt in Kairo. Das ist Omar, er wohnt in Kairo. Noch einmal, er benutzen wir mit Namen von Jungen wie Ali, Ahmed, Thomas, Peter und so weiter. Dann zwei maskuline Artikel der, wie der Mann, der Ball, der Hund, der Kuli und so weiter. Beispiele, 1, das ist Ali, er ist 10 Jahre alt. 2, das ist der Kuli, er ist blau. 3, das ist der Hund, er heißt Runi. 4, das ist Omar, er wohnt in Kairo. Dann ein anderes Personalpronomen, es. Es. Es means hier it in English. Aber wir schauen, mean it nur oder mean anders, wir schauen. Dann Nummer 1, neutral Artikel das. Nomen mit Artikel das, wie zum Beispiel das Baby. Baby. Das Buch. Book. Buch bedeutet in Englisch book. Das Pferd in Englisch bedeutet horse. Das Mädchen bedeutet girl. Nummer 1, benutzen es mit neutral Artikel. Neutral Artikel bedeutet Artikel das. Wie? Das Baby. Und das Buch. Und das Pferd. Und das Mädchen. Und so weiter. Dann Beispiele. Nummer 1, das ist das Mädchen. Es heißt Susi. Das ist das Mädchen. Das Artikel das benutzen wir hier Pronomen es.
Das ist das Mädchen. Es heißt Susie. In English, this is girl, she called Susie. While person, mit she. Mädchen, girl, she in English, aber hier es mit Artikel das. Egal, oder person oder thing in Deutsch, aber in English etwas anders. Hier, zwei. Das ist Baby. Baby. Das ist das Baby. Das ist das Baby. Es ist klein. This is baby. It is small. This is baby. It is small. Das Baby. Es. Das Baby. Weil Artikel das benutzen wir es. Use es. Dann. Drei. Das ist das Buch. Es ist interessant. Das ist das Buch, es ist interessant. Das Buch, Book, wie hier, es ist interessant. It is interesting. This is book, it is interesting. Das ist das Buch, es ist interessant. Dann, vier, das ist das Pferd, es ist schwarz. Das ist das Pferd, es ist schwarz. This is horse, it is black. This is horse, it is black. Dann noch einmal. Es, neutral Artikel, das benutzen. Es, use, Pronomen. Es mit Artikel, das. Wie das Baby, das Buch, das Pferd, das Mädchen. Beispiel. Example. Eins, das ist das Mädchen, es heißt Susie. Zwei, das ist das Baby, es ist klein. Drei, das ist das Buch, es ist interessant. Vier, das ist das Pferd, es ist schwarz. Dann, Pronomen sie. Sie bedeutet she oder etwas anderes. Wir schauen. Hier eins, Name von Mädchen, name of girls, name of what girls, wie Maha, Leila, Claudia, Susie und so. Sie use mit name of girls. Sie benutzen Name of girls, wie Maha, Leila, Claudia, Susie. Dann zwei Feminin-Artikel. Die, wie die Frau, die Katze, die Tasche, die Tafel. Artikel die benutzen wir sie. Use sie mit Artikel die. Wie die Frau, mit die Frau, woman, die Katze, mit cat, die Tasche, mit bag. Die Tafel bedeutet oder mean table. Noch einmal. Name von Mädchen. Name of girls. Zwei feminine Artikel. Artikel die. Mit Artikel die benutzen sie. Und mit Namen of Mädchen benutzen sie auch. Wie hier mit Artikel die. Die Frau. Woman. Die Frau in English mean woman. Die Katze, in English mean cat. Die Tasche, in English mean bag. Die Tafel, in English mean table, die Tafel. Dann Beispiele, examples. Eins, das ist die Katze. Sie heißt Pussy. Das ist die Katze, sie heißt Pussy. This is cat, it called Pussy. This is cat, it called Pussy. Zwei,
Das ist die Frau. Das ist die Frau. Sie ist sehr nett. Das ist die Frau. Sie ist sehr nett. This is woman. She is very nice. This is woman. She is very nice. Drei. Das ist die Tafel. Sie ist groß. Das ist die Tafel. Sie ist groß. This is table. It is big. Groß mean big. Das ist die Tafel. It is big. Sie ist groß. Dann vier. Das ist die Tasche. Sie ist neu. Das ist die Tasche. Sie ist neu. Das ist die Tasche. Sie ist neu. This is bag. It is new. This is bag. It is new. This is bag. It is new. Neu in English mean new. Noch einmal, sie, Pronomen sie, benutzen wir mit Name von Mädchen und Femininartikel, Artikel die. Beispiele, das ist die Katze, sie heißt Pussy. Das ist die Frau, sie ist sehr nett. Drei, das ist die Tafel, sie ist groß. Vier, das ist die Tasche, sie ist neu. Das ist der Ende. Danke, tschüss.